Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Adventure Trails. Ja, heute das erste Video zum Thema Erste Hilfe, wenn man will, das erste Erste Hilfe Video. Und ja, das soll so eine kleine Themenreihe werden, die so peu à peu aufbaut. Wir fangen mal an mit der Ausrüstung, welche brauche ich, was sind ich. Und nachher auch Videos, wie benutze ich die richtig, wie lege ich richtig Verbände an, Mahndruckverband. Das kommt dann alles in späteren Videos. Heute in dem Video will ich mich einfach mal mit der Materie auseinandersetzen. Welches Erste-Hilfe-Set ist das Richtige für mich und wo sollte ich beim Kauf drauf achten, und möchte so ein bisschen euch einen Anreiz geben, dass ihr eure Ausrüstung vielleicht nochmal überdenkt, oder die, die gerade sich Ausrüstung kaufen wollen, dass die sich Gedanken machen, was denn zu ihnen am besten passen würde. Ja, und der erste Schritt, die erste Überlegung, die ich machen sollte vor der Anschaffung von so einem Erste-Hilfe-Set ist, für welchen Verwendungszweck brauche ich dieses? Bin ich dann doch eher der vielleicht nur Tagestouren wandert, dann wäre ja sicherlich schon ein kleines Set ausreichend. Oder bin ich der richtig raus in den Wald geht, da bushcraftet, ich schaffe viel mit Messern, habe eine Axt dabei, habe viele Sachen, an denen ich mich verletzen kann, eine Säge oder so. Und dementsprechend muss ich schon mein Erste-Hilfe-Set auslegen. Dann ist die Gegend, in der ich unterwegs bin, auch noch ein Faktor, der immer mit reinspielen sollte. Bin ich eher hier bei uns in Mitteleuropa, in Deutschland unterwegs und Wanderer? Oder bin ich dann doch vielleicht in exotischen Ländern unterwegs, wo eine medizinische Versorgung ja gar nicht so schnell gewährleistet ist wie hier? Das heißt, ich bin vielleicht mal Tage weg von der nächsten Zivilisation, weil ich in einem riesen Nationalpark stecke und müsste da erstmal noch einen Tag laufen gehen, wie auch immer. Oder betreibe ich Klettersport, wo es eher mal schnell zu Kopfverletzungen kommen kann. Oder Bergsport, wo ich umknicken kann und vielleicht irgendwie vom Berg wieder runterkommen muss. Und das sind alles so Faktoren, die sicherlich einspielen und die man sich vorher beim Kauf von so einem Set ja überlegen sollte. Ja, die zweite Überlegung ist, wie viel Geld möchte ich für diese Sache ausgeben? Und hier muss ich mir erstmal Gedanken machen, was für Typ, Ausrüstungstyp bin ich überhaupt? Bin ich eher vielleicht der Ultraleichtwanderer? Oder bin ich doch der Bushcrafter, der nach ein paar Kilometern in seinem Lager ist, sein festes Lager hat, wo er immer schafft, wo ich schon ein bisschen mehr Gewicht mitnehmen kann? Auch da sollte man ja sich Gedanken drüber machen. Aber hier muss man auch sagen, da gibt es ja gerade so in der Autoszene, würde ich das einfach mal so sagen, verschiedene Typen der Ausrüstungsbeschaffer. Zum einen, sage ich mal, kommt der gut und günstig Typ rüber, also immer alles gut und günstig erwerben. Ja, und die kommen dann hier mit so einem kleinen Erste-Hilfe-Set aus dem, ich übertreibe mal, 1-Euro-Shop und sagen dann, ah, da habe ich schon super Ausrüstung, super Erste-Hilfe-Set. Und gerade von dem Punkt kann ich eigentlich nur abraten, wenn man dann mal in so ein kleines Teil reinguckt, hier so eine Pinzette rauszieht, ne, die geht schon kaputt, wenn ich sie nur anschaue. Und auch das Verbandsmaterial ist qualitativ ja eher die unterste Schublade, und gerade wenn um Thema Erste Hilfe geht und eure Sicherheit geht, würde ich in diesem Punkt nicht unbedingt Geld einsparen. Klar gibt es dann immer noch mal wie hier vorne so kleine Werbegeschenke vom DRK mal beim Blutspenden oder so, aber auch da sind die relativ klein ausgelegt für unser Outdoor-Hobby. Sicherlich auch noch gut für so ein kleines Täschchen wie hier vorne von Tatonka oder so, für eine Wanderung, wo ich ein ganz kleines Set einpacke, sicherlich gut. Aber bitte Vorsicht, mal muss unterscheiden zwischen guter Ausrüstung und zu billiger Ausrüstung. Der nächste Personenkreis sind so eher die Leute, ja, die setzen sich nicht so im Detail mit der Materie vielleicht auseinander, sind dann so eher die, ich gehe in den Autoshop, kaufe mir was. Das sind Leute, ja, die vielleicht nach dem Abitur einen Jakobsweg wandern wollen oder so, die eine Auszeit brauchen und gehen dann so bekannte Wanderstrecken. Die gehen dann oft in so einen Outdoor-Shop rein, die kaufen sich dann so die üblichen Verdächtigen, wie hier so ein Erste-Hilfe-Pack von Ortlieb oder so ein Tatonka. Die gibt es halt in allen Größen, findet man in allen Outdoor-Shops die Teile. Die sind auch okay, also auch von der Ausrüstung sind die gut her, aber das sind dann so die einfachen, ich kaufe mir einfach das aus dem Regal und mache mir keine Gedanken mehr und merke vielleicht erst im Nachhinein, oh, das ein oder andere hat mir jetzt da gefehlt auf der Tour. Und gerade da sollte man sich einfach mit der Materie ein bisschen auseinandersetzen. Ja, Alternative zu diesen, ja, sag ich mal, preisklassisch höheren Firmenmodellen, wo ich einfach gefühlt meine Meinung, meine persönliche Meinung, den Namen mitbezahle, sind dann die ganz normalen Kfz-Verbandskästen, die ich so, in Baumärkten bekomme, beim ADAC bekomme oder so. Die liegen dann preislich 10, 15 Euro so rum. Und ja, im Gegensatz zu denen hier halt, wo ich viel den Firmennamen mitbezahle, die sind dann auch schon mal schnell bei 40, 60 Euro. Aber kommt immer auf die Größe an, und man muss dazu sagen, jetzt zum Beispiel bei jedem Packsack, also das ist ein Packsack halt hier, der ist halt wassergeschützt, was hier diese Kfz-Verbandskästen halt nicht so. Ja, für diese Idee ein bisschen weiter zu spinnen, ist natürlich jetzt, haben wir gesagt, die Wasserdichtigkeit, die hier bei solchen Päckchen nicht unbedingt gegeben ist. Wäre einfach, ich kaufe mir so ein Teil,
hol mir noch einen günstigen Packsack, der wasserdicht ist, pack das Material da rein. Nachteil hier bei der Sache ist eigentlich, ja, ich habe das hier verpackt und im Notfall muss ich da drin rumwühlen, um die richtigen Sachen zu finden und ist daher schon wieder ein bisschen nachteilig. Bei manchen von diesen Erste-Hilfe-Sets gibt es so Inlets, die man so ausdrehen kann und die könnte ich dann komplett da reinstecken. Wäre halt eine günstige Alternative für sich so selber einen wasserdichten Packsack mit Erste-Hilfe-Set zu bauen. Und ja, der dritte und letzte Typ so ein bisschen, das sind so ein bisschen die Military-Verfechter. Ich sag nur IFAC, für alle, die nicht wissen, was IFAC ist. IFAC, Abkürzung für Individual First Aid Kit. Also wirklich ein individuelles, gepacktes Erste-Hilfe-Set. Bin ich auch ein sehr großer Freund von. Hier einfach mal so ein paar Modelle, aber da muss man wieder aufpassen, die Sets, die sind dafür gedacht, und das heißt ja individuelles First Aid Kit, also ich kann zum Beispiel auch je nach Lage oder wo ich wandern gehe, ob ich dann vielleicht an dem Tag nur wandern gehe oder ob ich ja eine größere Trekking-Tour mache oder Bushcraft gehe, vielleicht auch ein bisschen meine Ausrüstung ergänzen, umpacken, wird gerne in Molletaschen ja, realisiert. Gibt ganz oft auch hier so Pouches, die komplett mit Plättfläche am Rucksack außen fest sind, dass ich die abreißen kann, kommt halt also im Militärbereich. Aber, wie gesagt, jetzt kommt das große Aber. Ja, bitte, eine ganz große Bitte, immer wieder, wenn ich Videos zu dem Thema sehe und ich schaue mir das immer mal gerne so ein bisschen bei anderen an, die auch ihre Sachen vorstellen. Ich bin auch ein ganz großer Freund von diesen, ja, militärischen Taschen, wo ich das individuell einpacken kann, wo ich eine schöne Übersicht in den Taschen habe. Aber, ich weiß nicht, wo ihr wandern geht, aber ich erwarte auf meinen Wanderungen hier in, ja, Europa selten schwere Schusswechsel, Sprengfallen, Granatverletzungen. Da sind dann Quicklot drin, Verbrennungskits, 5 Tourniquets dabei, übertrieben gesagt, etliche Mullbinden, ja, von A bis Z, am besten noch ein Wundnahtset für Wunden zu nähen, aber können dann nicht mit dem Knopf an der Jacke annähen. Also das Zeug wird einfach gekauft, man packt sich irgendwas da rein, man hat überhaupt keine Ahnung von dem Material und dann ist es fast ein schlechterer Weg, wie wenn sich jemand ein Billigset kauft. Denn überteuertes militärisches Material kaufen ist die eine Sache, das ist hochqualitativ das Material, die sind gut eingepackt, die sind robust und wasserfest, aber wenn ich mir so Sachen kaufe, muss ich auch wissen, wie ich die benutze, beziehungsweise wofür sie sind. Und viele Sachen wie Quicklot und der ganze Kram, das ist für Wanderungen, selbst für draußen Bushcrafting, wenn ich da mit dem Messer arbeite, also total übertrieben. Ansonsten weiß ich nicht, wo ihr vielleicht unterwegs seid, da der immer mit schweren Schusswechseln unterwegs rechnet oder ja, keine Ahnung. Also ich bin auch schon in Jordanien unterwegs gewesen, Israel unterwegs gewesen und sowas hatte ich auch nicht in meiner Ausrüstung drin. Um das Ganze nochmal klarzustellen, ich habe nicht gegen IFAC oder militärische Ausrüstung, ich habe nur was dagegen, wenn sich Leute, die überhaupt keine Ausbildung in die Richtung haben, sich überhaupt nicht damit auskennen, teure Sachen bestellen, die sie gar nicht anwenden können und dann unnötig dieses Zeug mitschleppen. Und wie gesagt, überlegt euch mal, wo ihr unterwegs seid und was da sinnig ist. Hier ist zum Beispiel meine Einsatztasche von der Einheit, bei der ich tätig bin. Die habe ich immer im Rucksack, die ist halt auch, wie eben schon gezeigt, mit so einem Molleklett, um so vom Rucksack zu reißen. Und wir sind wirklich auch unterwegs draußen, arbeiten mit Motorsägen, mit Hacken etc. Ja, wir sind da richtig mit Geräten am Schaffen. Und hier habe ich dann auch Traumabinden drin und ja, die ganze Ausrüstung. Ich habe die hier, wenn ich das aufreiße, über einen Blick. Und das ist halt schön an diesen IFACs und vor allem Organisationen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ich wollte jetzt keinem hier irgendwie auf den Schlips treten. Ich denke auch gerade die Leute, die das Video hier anschauen, die interessieren sich ja dafür und daher wollen sie sich ja informieren. Ich will das nur so ein bisschen ja, überspitzt darstellen, das Ganze. Ja, damit die Leute so ein bisschen den Anreiz kriegen und vielleicht nochmal über ihre Systeme oder über ihre Ausrüstung einfach nachdenken. Und hier muss man einfach mal nochmal drüber schauen und dann machen wir uns einfach mal Gedanken. Punkt 1, die Größe des Erste-Hilfe-Sets. Also bin ich mehrere Tage unterwegs. Bin ich irgendwo, ja, schaffe ich mit gefährlichen Maschinen draußen, Messern oder sonst was oder mache Bushcrafting. Bin ich nur auf kleinen Tagestouren, hier sowas, was in die Tasche passt. Welchen Zweck habe ich da und welche Größe brauche ich da? Vielleicht auch ein klein bisschen größer, wo ich eher ein bisschen Material rausnehme und wenn ich dann doch verreise, immer noch Platz habe für neues Material einzupacken. Daher, wie gesagt, bin ich immer ein großer Freund von diesen Individual First Aid Kits. Schritt 2. Finde ich es persönlich sehr wichtig, ist die Wasserdichtigkeit. Also irgendwas, was wasserresistent ist, beziehungsweise das Material, was verpackt ist, ja, wasserdicht verpackt ist. Das sind natürlich solche Packtaschen hier, wie gesagt, gut. Der hier ist wasserdicht, die hier sind wasserabweisend. Vielleicht habe ich so einen Überzug für den Rucksack, der drüber geht. Und wenn er dann im Rucksack ist oder so, ist dann auch wassergeschützt. Aber denkt daran, ich habe auch schon Erste-Hilfe-Sets gesehen bei Leuten im Rucksack. Die hatten den dann dabei, hatten sich ein schönes Päckchen da gemacht.
Und ja, waren den ganzen Tag im Regen unterwegs und dann war das da drin und dann ziehen schön diese Verbandspäckchen Feuchtigkeit und dann reißen die irgendwann mal auf und dann drin kommt ihnen eine Moder entgegen, weil die Sachen einfach vermodert und verwittert sind. Und das sollte natürlich gerade beim Erste-Hilfe-Päckchen nicht sein, denn wer drückt sich da gerne so einen alten Moderleichenlappen auf die ja, Wunde drauf? Ja, der dritte Schritt oder die dritte Überlegung, die wir machen müssen, oder die so ein Erste-Hilfe-Set haben sollte, ist die Übersichtlichkeit. Wie gesagt, so eine Packtasche, da wühle ich dann rum, wenn ich Erste Hilfe leisten muss, weil man schnell gehen muss. Wir reden jetzt nicht von dem ganz normalen Wundpflaster kleben, sondern wirklich jemand hat sich mal verletzt. Ist immer gut, wenn ich eine gute Übersicht habe. Auch im Rettungsdienst, die Rucksäcke, wenn ich die aufklappe, die haben eine Übersicht, da hat alles seine Tasche, wo was liegt. Und die Leute wissen in den Handgriffen, wo die Sachen sind. Und hier habe ich euch ja gerade schon gezeigt, wie ich das aufziehe. Ich habe eine schöne Übersicht über das Material. Hier vielleicht noch so ein Beispiel. Das ist auch so ein Erste-Hilfe-Päckchen, wenn das alles rausfällt. Und kann ich hier aufklappen und habe hier eine Übersicht über mein ganzes Material, was ich dabei habe. Und kann das praktisch neben die Person legen und kann dann aus diesem Mäppchen raus arbeiten und muss dann nicht meine Sachen überall suchen. Nachteil bei dem Päckchen, seht ihr gerade, hier fällt alles raus, sobald ich aufreiße. Ja, der nächste Schritt wäre einfach der finanzielle Rahmen, den ich mir abstecken muss. Was will ich für so ein Erste-Hilfe-Set ausgeben? Wie gesagt, ihr braucht da nicht die High-End teuren Produkte irgendwo im Militärbereich zu kaufen, wo so eine Bandage 50 Euro kostet oder so. Kauft euch lieber dann erstmal so ein Erste-Hilfe-Set für Kfz-Bereich oder es gibt auch Auffüllsets, also praktisch, wo ich nur den Behälter auffülle und holt euch hier so ein einfaches, das ist ein Pouch von Miltec oder so, also nur mal ein paar Namensnennungen ohne jetzt Wertung. Schaut da einfach im Internet, da gibt es ganz viele Pouches oder so und packt das da rein. Wichtig, wie gesagt, die Übersichtlichkeit dabei. Und dann habt ihr schon mal euer erstes Basic-Set. Aber was da genau reingehört in dieses Set, kommt im nächsten Video. Da mache ich ein separates Video, was auf jeden Fall in so einem Erste-Hilfe-Set drin sein sollte. Der nächste Schritt ist die Wartung und Pflege von den Sets. Wenn ich mir einmal so eins gekauft habe, heißt das nicht, jetzt habe ich ein Erste-Hilfe-Set und da habe ich jetzt die nächsten 50 Jahre. Nee, auch in diesen Erste-Hilfe-Sets laufen Materialien ab. Verbandsmaterial hält oft sehr lange, gerade wenn es qualitativ hochwertig ist. Aber es gibt immer mal wieder Bestandteile in so einem Erste-Hilfe-Set, die ablaufen. So eine Rettungsdecke, die sich irgendwann mal durch die Zeit auflöst oder ein Dreieckstuch. Schaut da einfach immer mal rein, kann auch mal Feuchtigkeit reingekommen sein oder so. Ruckzuck habt ihr da ja Schimmel drin oder Faulpelz drin. Wer vielleicht das Video ja, Gear Talk mit dem Outdoor-Buddy gesehen hat, mit Matthias, einfach mal hier oben verlinke ich es gerade. Ja, nicht böse gemeint Matthias, aber da haben wir auch so, und Matthias, oh, ich weiß gar nicht mehr, was da genau drin ist, komm, schauen wir mal rein, ne? Und dann haben wir die so ein bisschen ausgepackt, war auch Material, weil schon ein paar Jahre über ein Zenit war, schon ein bisschen abgelaufen war, und so fällt das immer wieder auf, und denke ich, ist bei vielen anderen, packt einfach mal jetzt hier, bumm, euer Erste-Hilfe-Tasche auf den Tisch und schaut einfach mal rein, was da alles noch so haltbar drin ist und wie die aussieht. Der letzte Punkt, der mir noch so ein bisschen am Herzen liegt, ich habe ja schon angesprochen, gerade in dem EFAF-Bereich ein bisschen deutlich gemacht, ich muss auch wissen, was ich mit dem Material mache. Es bringt nichts, wenn ich mir einfach nur so ein schönes, teures Päckchen hier kaufe, habe das dann dabei, weiß aber nicht mal, wie ich einen Verband wickel, mal überspitzt gesagt. Viele, geht mal in euch, wann habt ihr das erste Hilfelehrer gemacht, wenn ihr nicht gerade in der Hilfsorganisation tätig seid, ne? Ist das wahrscheinlich beim Führerschein oder so gewesen, bei dem einen oder anderen. Ich gebe selber Erste-Hilfe-Lehrgänge. Und sehe da immer wieder, dass Leute kommen, ja, die waren jahrelang mit dabei und die sind dann doch sehr raus aus der Materie, selbst bei, ja, Organisationen oder so, die bei uns alle 2 Jahre zur Schulung kommen oder so, da merkt man immer wieder, wo die Leute sagen, oh, nochmal so ein Aha-Effekt, das hätte ich nicht mehr gewusst oder so, frischt einfach mal da euer Wissen auf, so ein Erste-Hilfe-Lehrgang ist nicht teuer, wie gesagt, die werden in vielen, ja, auch für Outdoor-Bereich in Survival-Schulen angeboten und so, und ja, wer da mehr Infos will oder so, schreibt mir einfach mal. Kann ich euch auch ein bisschen weiterhelfen. Ja, mir bleibt noch zu sagen, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein bisschen was vermitteln zur ja, Kaufberatung für so ein Set. Welche Punkte muss ich beachten? Welche Gedanken muss ich mir vorher machen? Darum ging dieses Video diesmal. Im nächsten Video möchte ich gerne mal so ein Päckchen hier aufmachen. Und dann wollen wir einfach mal reinschauen, was finde ich persönlich ist sinnig, muss in so einem Erste-Hilfe-Set als Basics drin sein. Also welche Materialien gehören da rein? Und dann werden wir so in den aufbauenden Videos diese Materialien auch mal draußen benutzen. Ich zeige euch, wie wendet ihr die richtig an, wie funktioniert das, wie werden die Sachen richtig benutzt. Und dann werden wir uns immer mehr hier hinten ins Gelände bewegen und werden auch so ein bisschen mehr diese Outdoor-Sparte noch mitnehmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare, Anregungen in die Kommentare, gerne auch ja, Diskussionen da unten lostreten. Ich werde die Fragen beantworten. Und ich würde mich über einen kleinen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Adventure Trails.